Wer hat sich nicht schon gefragt, warum das Cycle Frontier eigentlich jeden mit jedem Match Solospieler treffen auf Trios? Als Anfänger trifft man plötzlich auf einen lila Gegner. Eigentlich ist das eher die Ausnahme, denn The Cycle Frontier hat ein loot-abhängiges Matchmaking-System, ein MMR-System, welches man nicht direkt einsehen kann, aber die Entwickler haben deutlich gesagt, wie es funktioniert und auf welche Werte es ankommt. Die Werte können wir rauslesen und daraus ungefähr ableiten, in welche Schubladen wir sozusagen gesteckt werden, in welche Ränge wir gesteckt werden und warum vielleicht der eine eher gegen starke Spieler antreten muss, während der andere eher leichte Gegner hat. Jeder Spieler bekommt einen sogenannten MMR-Wert zugewiesen, also ein Matchmaking-Rating. Das hilft dem Spiel, einen Spieler einzuordnen, zu sagen, okay, du wirst mit dem gematcht, weil ungefähr auf deiner Klasse spielt. Dieser MMR-Wert ist rein loot-abhängig, das heißt, der durchschnittliche Beutewert sozusagen bestimmt über eine komplexe Formel deinen MMR-Wert. Das bedeutet, nur mal als Rechenbeispiel, wenn du einen MMR-Wert von 200 hast, kannst du davon ausgehen, dass du mit Spielern mit MMR 200 gematcht wirst. Als Solospieler triffst du auf andere Solospieler, die ebenfalls einen MMR von 200 haben. Kommt dir ein Team entgegen, kannst du davon ausgehen, dass dieses Team schwächer ist, also die Teammitglieder schwächer sind als du. Dass jeder einzelne von diesen Teammitgliedern einen MMR-Wert von 100 hat, weil in Teams die MMR-Werte aufaddiert werden. Das heißt, als Solospieler triffst du sozusagen immer auf schwächere Duo- oder auf sehr schwache Trio-Teams, zumindest in der Theorie und je nachdem natürlich, in welcher Klasse man spielt. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was ist eigentlich mein durchschnittlicher Beutewert, dann geht ihr in-game einfach mal auf Tabulator und seht oben links die Statistik. Da klickt ihr einmal drauf und seht dann die ganzen Statistiken, die ihr braucht. Und der wichtigste Wert ist hier Beute aus Matches und hier der zweite kleine Wert, das ist bei mir 8765,4. Das ist der durchschnittliche Beutewert über eure komplette Spielzeit ab dem Moment, wo ihr das Spiel installiert habt. Denkt dran, je länger das Spiel voranschreitet, desto unklarer ist für uns sozusagen dieser Wert als Maßstab anzunehmen, weil wir nur einen Zeitraum X uns anschauen. Aber gerade im Moment jetzt, wo wir noch alle frisch im Spiel sind und dieser Wert noch relativ frisch sozusagen unsere gesamt kurze Spielzeit angibt, können wir gut davon ausgehen, dass dieser Wert ein sehr, sehr, sehr starker Indikator für unseren MMR-Wert ist. Wenn man sich jetzt fragt, ja toll, was soll ich denn mit loot-abhängigem MMR? Warum macht man denn so einen Blödsinn? Warum nimmt man nicht lieber die Kills oder das Equipment oder den Fortschritt? Wir haben lange, lange drüber nachgedacht, viel diskutiert in den Streams und tatsächlich ist es so, dass uns keine bessere Alternative eingefallen ist als loot-abhängige MMR. Würde man die Kills nehmen als Maßstab des Matchens, würde es bedeuten, dass die Spieler versuchen würden, weniger Kontakte zu haben. Sie würden einfach die ganze Zeit rumschleichen, versteckt bleiben, niemand würde auf andere Spieler treffen, weil jeder sozusagen seine eigene Killrate niedrig halten wollen würde, um den MMR-Wert niedrig zu halten, um in leichtere Runden zu kommen. Würde man Equipment als Maßstab nehmen, würden die Leute immer unequipped reingehen und hätten trotzdem noch starke Sachen dabei, wie zum Beispiel gar keine Rüstungen und dafür ein Dementikor und würden damit in niedrigere MMR-Schubladen gesteckt werden, wären aber die krassesten PvP-Spieler und könnten da sozusagen komplett eskalieren. Also wie man es dreht und wendet, das ist sehr, sehr ungleich. Aber bei loot-abhängigem MMR ist es so, dass Leute, die hohen durchschnittlichen Beutewert haben, relativ viel überlebt haben, die müssen Kämpfe geschafft haben, sie müssen einigermaßen wissen, wie der Progress vonstatten geht, wie man läuft, wie die Maps aussehen. Sie haben Progress in den Quests und im Hideout und sie haben etwas Geld angesammelt, um besseres Equipment zu kaufen, auch wenn sie es nicht unbedingt machen. Sie haben die Freiheit, sich dann bessere Rüstungen und bessere Waffen zu holen und davon wird auch oft Gebrauch gemacht. Und deswegen ist loot-abhängiger MMR tatsächlich ein überraschend guter Faktor. Je länger wir darüber nachdenken, desto interessanter ist wirklich dieser Wert. Und Legende. So, das ist unsere Liste. Bitte nehmt das jetzt nicht für bare Münze, das ist keine offizielle Liste, das ist auch nichts, was in Stein gemeißelt ist. Das ist jetzt eine Liste sozusagen antizipiert von den ganzen Informationen, die wir haben, von Streamern, von Leuten, die zocken, die sagen, ich habe die und die Kontakte, ich habe den und den Gegner. Das, was ich mache, ist bereits High-MMR, PvP und ich als Solospieler treffe nur auf Solos, habe Lebtag noch kein Trio-Team gesehen. Aus solchen Informationen können wir so eine Liste ableiten und zwar machen wir momentan 5 Abstufungen für den sogenannten Hidden MMR-Wert. Das ist jetzt natürlich nicht der MMR-Wert, aber das ist ein Hinweis darauf,
wie es sein könnte und soll euch helfen, ein bisschen einzuschätzen, wie das System funktioniert. Also 0 bis 5000, Hidden MMR sozusagen, ist sozusagen unsere Bambusklasse. Was heißt das? Als Bambusspieler ist das so, dass man, es ist erstmal nichts Schlechtes, ein Bambusspieler zu sein. Im Gegenteil, am Anfang, wenn man questet und seine Erfolge freischalten will, dann sollte man auf Bambussuche gehen, nämlich auf Lootsuche, braucht seine Items, man möchte questen, man möchte überleben, man redet mit anderen Spielen. Leute, benutzt Voice over IP, denn Voice over IP rettet euch so sehr das Leben, vor allem in der Bambusklasse. Da hat kaum jemand Interesse, andere Leute zu killen, außer mal für den Battle Pass oder für eine Quest. Aber in der Regel sind das alles Leute, die anderen helfen, die freundlich sind, die euch unterstützen, fragen, was ihr haben möchtet, die euch noch zum Schiff begleiten, übertrieben gesagt. Also in dieser Klasse lohnt es sich absolut, Voice over IP zu benutzen. Das ist einfach OP. Die nächste Klasse ist die Silberklasse von 5000 bis 9500. Warum haben wir diese Range gewählt? Weil in dieser Range viele berichten, dass sie sozusagen schon einige Runden absolviert haben, schon ein bisschen Fortschritt haben im Hideout, in ihrem Quest-Progress. Sie spielen die Manticore als Meta-Waffe. Sie schleichen, sie rennen, sie machen PvP. Es ist so ein Mischmasch aus allen Spielverhältnissen. Generell haben wir hier aber ganz deutlich defensives und questorientiertes Spielverhalten. Das heißt, dieses MMR ist immer noch als niedrig anzusehen. Bis 9500 sind wir also in einer moderaten Klasse. Die Leute kämpfen miteinander, aber sie sind immer noch sehr, sehr freundlich. Man kann sehr, sehr viel Voice over IP benutzen, viel mit den Leuten reden. Also man nimmt Loot raus, aber irgendwo achtet man entweder darauf, dass dieser nicht überhand nimmt, oder man stirbt tatsächlich bei vielen Gefechten, sodass der MMR runtergeht. 9500 bis 14500 bezeichnen wir jetzt als die Goldklasse. Diese Klasse ist bereits ein überdurchschnittlicher Wert. Das heißt, hier sind Leute drin, die entweder schon teilweise wissen, wie sie Money Runs machen, wie sie besonders guten Loot finden. Sie sind vielleicht auf der zweiten Map viel unterwegs, auf Crescent Falls, wo der Loot bereits besser ist. Vielleicht arbeiten diese Leute aber auch viel im Team und sterben wenig, nehmen nicht so viel Loot mit raus, aber durch die hohe Überlebensrate. Ein Richtwert ist ungefähr 0,6 bis 0,7, könnt ihr gerne in eurem Hideout mal nachschauen, wie euer Wert ist. Das bedeutet natürlich, dass der durchschnittliche Beutewert über die Zeit gesehen viel, viel höher ist, da man weniger stirbt, auch wenn man wenig mit rausnimmt. 14.500 bis 19.000 bezeichnen wir als Platin, weil hier Spieler sind, die bereits ihre Sporen abgestoßen haben und bereits wirklich fortgeschritten sind im Game. Also, das sind Leute, die gehen auf Crescent Falls, die fühlen sich da wie zu Hause, die eskalieren im PvP, sie machen Money Runs, sie gehen auch in den Dschungel und laufen da die Kristalle ab, nehmen dabei noch 3-4 Jeffs mit und gehen raus. Es wird besser im Team miteinander gearbeitet, Gegner werden gespottet, die Überlebensrate steigt, der Loot steigt. Es ist bereits ein sehr, sehr gutes Spielerverhalten. Also hier können wir sagen, dass wir wirklich Spieler haben, die schon sehr, sehr viel Erfahrung haben, die anleiten können, die wissen, was sie machen, die wissen, wo es hingeht, die wissen, wie der Hase läuft und die bereits einen guten Progress haben, einen sicheren Progress in den Quests und in den Quartieren. Ab 19.000 haben wir absolute Legenden. Warum sind das Legenden? Weil diese Leute sozusagen schon alles kennen, was es gibt. Sie spielen mega questorientiert, wenn sie es brauchen. Sie gehen ihre PvP-Kämpfe ein, wenn sie es wollen. Und sie wissen, wie man Geld macht. 19.000 plus heißt, dass hier Leute sind, die 40.000 haben können, 50.000 oder 60.000 durchschnittlichen Beutewert. Dadurch, dass The Cycle anscheinend relativ grobe Schubladen hat, vermuten wir, dass 19.000 eine Grenze ist für High MMR. Also möglicherweise ist es so, dass wir ab 19.000, 20.000 ungefähr eine Grenze erreicht haben, wo Leute sozusagen in den ganz hohen Bereich eingeordnet werden, sodass ihr davon ausgehen könnt, dass die Gegner, die ihr jetzt trefft, auch wirklich alle Ahnung haben, was sie da machen. Das hier ist High MMR PvP-Gebiet. Hier geht's zur Sache. Das ist sozusagen Best of Class. Tja, was ist jetzt aber am Ende gut und was ist schlecht? Also will ich Best of Class sein oder bin ich lieber der Bambus-Sammler? Das ist halt die goldene Frage und das muss jeder für sich selber entscheiden. Seid ihr gut im PvP? Ja, dann ab nach oben, die besten Gegner treffen und denen ihren Loot einsacken. Oder aber das defensive Spielen vorsichtig und effizient spielen und in der Bambus-Klasse arbeiten. Die meisten Spieler momentan, die ich im Stream treffe, sind Silber. Die haben eine MMR von 6.000, 7.000, oft höre ich die 8.000 sehr, sehr oft und manchmal
knapp über 9000. Das wird sich im Laufe der Zeit natürlich ändern, aber in diesem MMR ist es so, dass ihr durch Voice over IP und Teamworking auch als Solospieler extrem Erfolg haben könnt. Das heißt, wenn ihr den Progress haben möchtet, ohne vielleicht auf PvP eingehen zu müssen, dann seid ihr in dieser MMR-Klasse perfekt aufgehoben. Alles, was hier drüber geht, also Gold und Platin, ist bereits schon ein bisschen aggressiver. Es ist viel Teamarbeit hier nötig. Also das sind meistens schon Leute, die im Duo- oder Trio-Team arbeiten oder wirklich sehr, sehr, sehr gute Solospieler. Und diese Leute machen sozusagen den High-MMR-Bereich unsicher und eskalieren hier komplett. Ja, jetzt, wo wir wissen, wie der MMR-Wert funktioniert, was heißt das jetzt für uns? Sollen wir jetzt keinen Loot mit rausholen? Sollen wir jetzt uns in der Ecke verstecken und möglichst oft sterben, um unseren MMR-Wert zu senken? Oder was ist die Konsequenz daraus? Nun, im Grunde genommen ist es so, wenn man normale Runden spielt, also man geht raus und erlebt sozusagen PvP-Kämpfe. Man macht seine Quests, man macht Progress im Hideout. Man schleicht, wenn man ein wichtiges Item dabei hat. Man rennt, wenn man nichts zu verlieren hat und sucht die Kämpfe. Man spielt sozusagen das Spiel mit allen Aspekten, die das Spiel bietet und genießt es, ohne gewisse Aspekte zu abusen, also zu missbrauchen. Zum Beispiel, was ist ein Missbrauch? Ein Missbrauch wäre, mit einem Messer in die Runde reinzugehen, ohne jeden Verlust zu haben und zum Beispiel Kristalle zu farmen. Also man farmt 20, 30 Kristalle, hat dann 40, 50, 60.000 Mark Lootwert, ohne eigenes Risiko mit reingenommen zu haben, entweicht allen Kämpfen aus, geht raus, macht das 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal, hat dadurch einen relativ hohen Beutedurchschnitt und gleichzeitig gar kein Risiko. Man hat sein MMR gesteigert, aber man hat nichts gelernt. Du weißt dann trotzdem nicht, wie du besser kämpfst, wie du besser bist im PvP, wie die anderen Teile der Maps aussehen, weil du nur diese eine Route stur gelernt hast. Das ist eine Art und Weise, das Spiel zu spielen, die erstmal kontraproduktiv ist, wenn es dir um den MMR-Wert geht. Da solltest du wirklich versuchen, das Spiel zu spielen, einfach zu genießen und alles zu machen. Auch ruhig mal sterben und dir zu sagen, okay, ich bin gestorben, geil, mein MMR-Wert ist ein bisschen runtergegangen, die nächste Runde wird höchstwahrscheinlich ein bisschen einfacher. Wenn ihr normal spielt, ohne etwas zu übertreiben, müssen denn unbedingt die 5 Millionen im Stash sein, wenn ihr noch nicht einmal gekämpft habt, ja? Ich würde sagen, nein, da hilft es vielleicht so ein bisschen, sich zu orientieren und ja, sein Spielziel vielleicht nochmal ein bisschen anzupassen. Leute, wenn ihr noch Fragen habt, haut sie gerne raus in den Kommentaren, in den Livestreams. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch Happy MMR Matchmaking Solo vs. Trio Queues und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.